ist toll. Seit die Sicherheits- und Überwachungssysteme in den Stadien und der Umgebung stark verbessert wurden, haben sich die Schauplätze aber teilweise verlagert. Die Hooligans entziehen sich dem Zugriff der Polizei. Heutzutage ist es so, dass sie sich in der Abgeschiedenheit treffen, in Wäldern, auf entlegenen Industrieanlagen, und dann wird sich vielleicht verabredet, 20 gegen 20, und das Ganze dauert dann wenige Minuten und dann geht es schon relativ brutal zur Sache. Das Ganze löst sich sogar mittlerweile vom Spielgeschehen, das kann in der Woche passieren, und deswegen kann man diese Fans eigentlich gar nicht mal Hooligans nennen, sondern es sind eher moderne Straßenkämpfe. Es ist so eine Art wie Street Fight, und die nutzen einfach nur die Vereinszugehörigkeit als Unterscheidungsmerkmal. Wir haben mit Danny Dyer, dem Hauptdarsteller des Films Football Factory, die Hooligan-Firmen der großen englischen Städte kennengelernt. Nun kommt er in eine Kleinstadt mit einem äußerst unangenehmen Ruf. I've come across some naughty people now, so. Ich habe jetzt wirklich schon ein paar fiese Typen kennengelernt. Aber das Einzige, was mir wirklich Sorgen bereitet, ist, dass du mit deiner Kamera dabei bist. Keiner sieht dich. Und du wiegst ungefähr so viel wie mein Zigarettenpapier. Und ich bin nur mit einem Notizblock bewaffnet. Immerhin treffen wir jetzt die Suicide Squad. Das kann ja lustig werden. Burnley scheint von der sozialen Säuberung der großen Städte unberührt zu sein. Nichts zu sehen von der schicken neuen Welt. Burnley zählt zu den ärmsten Gegenden Englands. Die meisten Baumwollfabriken, die Bergwerke und viele technische Betriebe wurden geschlossen. Es gibt kaum Jobs hier. Viele Häuser sind völlig unbewohnbar, aber die Menschen leben trotzdem dort. Kein Wunder, dass Fußball-Hooliganismus in Burnley ein großes Thema ist. Wir gehen ins Forester's Arms, zur Suicide Squad. Suicide Squad. Mal sehen, was die zu sagen haben. Let's go see what they got to say. Hi, das ist also deine Festung hier, ja? Danke erstmal, dass du dir Zeit nimmst. Was mich als erstes interessieren würde, Suicide Squad. Woher kommt dieser Name? Das ist ja schon ein ziemlich bekloppter Kampfname. Where's that come from? That's a right mad name. So um 1983 gab es im Libanon diese Selbstmordbomber. Eigentlich hießen wir Burnley Crew. Aber dann hat uns so ein Kerl halt nach diesen Selbstmordbombern benannt. Er rannte von Pub zu Pub, erzählte es jedem und bemalte ein Auto damit. Das war's. Als ich von euch gehört habe, dachte ich, das müssen ein paar ganz harte Jungs sein. Auch wenn ich nicht viel von euch wusste. Ich hatte schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, ob ich nicht doch ein Glas in die Schnauze kriege. Nee, Quatsch, war nur ein Witz. Lief eigentlich ganz gut, bis zum großen Fettnapf. Ihr habt ja nun mal einen ziemlich kleinen Club hier in Burnley, auch wenn ihr ein paar sehr harte Jungs in eurer Gang habt. Das spielt sich schon so ein bisschen im Hintergrund ab, oder? Hey, ich sag dir was. Wir machen hier jeden alle. Jede große Mannschaft, die nach Burnley kommt, die kriegen auf die Fresse. So einfach ist das. Frag Man U oder Liverpool. In Burnley gibt's aufs Maul. Jeder kriegt, was er verdient, weißt du? Du gehst dafür in den Knast. Und wenn du rauskommst, dann tust du es wieder. Immer wieder. Weil du es liebst. Sonst würdest du es ja wohl kaum tun, oder? So einfach ist das. Ich komme aus dem Knast und dann geht's direkt wieder. Bang, bang, bang. Jedes Mal, wenn ich verknackt wurde. Das ist Fußball-Hooliganismus. Hooliganismus stört mich nicht, verstehst du? Und jedes Mal dafür in den Knast zu kommen, stört mich auch nicht. Du kommst wieder raus und die sagen, du bist rehabilitiert. Aber das stimmt nicht, weil du damit geboren bist. Das ist eine Art Talent. Beckham wurde auch mit einem Talent geboren. Das hat er nicht gelernt. Man ist damit geboren. Es ist in den Scheiß Genen. Absolut. Du hast es in dir oder eben nicht. Und wenn du es nicht beim Fußball tun würdest, dann würdest du es irgendwo anders tun, oder? Es ist einfach diese gewalttätige Ader in dir. Nein, es ist keine gewalttätige Ader. Es geht um Stolz. Wir sind stolz auf unsere Männer. Keiner lacht über uns. Sei stolz, sei ein Mann. Keiner lacht über uns. Das hier ist unser Territorium. Ich lernte den Rest der Squad kennen,
Phil erzählte mir, wie er von einem Polizeihund angegriffen wurde. Er griff mich an. Sie hatten ihn einfach losgelassen. Er sprang auf mich drauf, völlig wild geworden. Ich dachte, was für eine Scheiße. Ich habe ihn einfach gepackt und richtig am Boden zerschmettert. Dann hob ich ihn auf und habe ihn der Polizei einfach zurückgeschmissen. Ich hasse diese scheiß Bastarde. Phil bekam 6 Monate für seine Attacke gegen den Polizeihund. Ich dachte, es ist wohl besser zu gehen. Denn ich hatte es ja wirklich mit gefährlichen Leuten zu tun. Come up here a bit. Kommt mal hier rüber. Ehrlich gesagt war das genau das, was ich erwartet habe. Das sind Irre hier in dieser kleinen Hooligan-Firma. Das ist echt ein ganz anderes Level. Die haben ja keine Angst vor gar nichts und sind total bei der Sache. Völlig egal, was dabei rauskommt. Und sie lieben Burnley, diesen trostlosen Flecken. Das sind echt fiese Typen. Die neue Generation. Denen ist echt alles egal. Falls ihr mal in den Nordwesten kommt, passt auf, was ihr für Klamotten anzieht. Denn hier kann das echt entscheidend sein. Ich bin am Ende meines Trips angekommen und fahre zurück nach London. Es ist schwer zu beurteilen, wohin die Reise geht für den Hooliganismus in England. Die Regierung sagt, sie hätte ihn ausradiert. Aber ich habe den Eindruck, diese englische Krankheit lebt weiter, von Generation zu Generation. Er will ein Hooligan sein. Und wenn er es will, wird er es sein. Ich habe ihm erklärt, wie es ist. Du kriegst Ärger, gehst ins Gefängnis. So wird es sein, oder mein Sohn? Willst du ein Hooligan sein? Das ist die nächste Generation. Ein Mann fühlt es doch die ganze Zeit. Das kriegt ihr niemals aus uns raus.